Lieben, ich sag's ja immer wieder, eigentlich möchte ich nur predigen und euch begeistern für die Liebe zu Gott. Das wäre meine größte Freude. Aber ich bin ja nur ein Feuerwehrmann Jesu, Feuerwehrmann Jesu. Und ich muss aus der Situation reden. Was heute in der Welt geschieht, da könnte ich einem jetzt dasselbe wieder predigen, was ich beim ersten Predigt gesagt habe, als Schwerbischof. Ihr werdet belogen, belogen, belogen. Was Krieg anbelangt, was ist vor Gott recht? Welcher Krieg ist vor Gott recht? Die Verteidigung. Wenn das Land, Vaterland angegriffen wird, darf man sich verteidigen, militärisch. Aber in fremde Staaten eingreifen, das ist nicht Gottes Absicht. Wie jetzt zur Zeit, wo man das Syrien bombardiert, obwohl man noch gar nicht weiß, noch nicht abgeschlossen, ob es tatsächlich so ist. Man sagt vielleicht mir, der Schreibbischof soll aufhören zu politisieren. Aber bitte. Ich bin ein Christ und das ist ein, da die, welche das tun, sind auch Christen, sagen sie jedenfalls. Und dann hat der Priester, der Bischof, sogar die Pflicht zu sagen, was du tust, ist nicht nach Gottes Wunsch. Wir müssen auch Unchristliches bekannt geben. Sicher, man kann sich die Finger verbrennen. Ich weiß, vor mir, wenn man dann überhaupt kein Politiker ist oder gar nichts versteht davon. Aber umso mehr sollten wir Gott verstehen. Was Gott für gut erachtet und was nicht. Viele haben, ich bekomme Briefe, haben viele Angst, was jetzt passiert, Krieg. Und so vielerlei mehr. Und was soll ich zur Antwort, was soll ich antworten? Von Deutschland höre ich schreiben, was sollen wir fliehen aus Deutschland jetzt schon, oder? Es tut mir so leid, wenn ich es sagen muss, aber das Volk ist so vom Rauche Satans, ich kann es nicht anders sagen, vernebelt worden, dass sie gar nicht mehr reagieren. Sie merken es gar nicht mehr. Eins möchte ich vorweg sagen, es ist nicht die Endzeit. Wir hatten das Zeitalter Gottvaters. Wir hatten das Zeitalter Gottes Sohnes, es fehlt noch das dritte, Zeitalter des Heiligen Geistes. Und den sollten wir, ich sage es ja immer wieder, so erflehen, wie die Juden dazu mal Israeliten den Messias erbeten haben. Denn es ist heute, ich sage also gar nicht gern die Titel Teufel oder Satan oder Luzifer, ich sage am liebsten der Böse. Das ist schon ein Exorzismus. Er hat in kürzester Zeit hat er die Kirche von Rom bis zum kleinsten Kirchlein auf einem Berg oben modernisiert. Mit einer solchen Strategie, dass nur ein teuflischer Geist das fertig brachte. Oder sagen wir jetzt mal ein englischer gefallener Geist.
Und dagegen sind wir Werkzeuge Gottes. Nicht machtlos, aber da muss jemand anders herkommen, der gewaltig darüber steht, über diesen bösen Geist. Das wäre der Heilige Geist. Was soll er machen? Ja, ich sage ihm sicher nicht, was er machen muss, aber nach menschlichem Ermessen. Wir denken, es könnte eine Warnung sein. Es könnte sein, das wäre für ihn etwas Einfaches, dass jeder Mensch in einem Moment Gott erkennt und sich, wie das zusammen eben nicht harmoniert oder harmoniert. Das würde so Schreck erzeugen in den Menschen, da würden sich Milliarden bekehren. Millionen, Millionen. Dann vor Schreck sterben. Glaubt ja nicht, wenn einer meint, ja, ich bin gut, ich bete viel, ich tue alles beten und ich bin schon gut angeschrieben bei Gott. Viele sind die Bibel lesen, 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 aber nicht tun, was da drin steht. Und möge da die da oben Rothschilder, wie die alle heißen da, mögen die noch so triumphieren. Ich lache über sie. Das heißt, ein weinendes Auge und ein lachendes Auge. Ein Teil um die Seele, denn ich weiß, für Gott ist es jedes Mal ein unerhörter Schmerz, wenn er eine Seele muss verlieren. Und umgekehrt, sie werden nicht siegen, denn Gott siegt immer. Das sollte uns eigentlich den Auftrieb geben.